Moin Moin und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Wir gucken uns heute die ersten zwei Pin Collections an. Ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Die beiden Pin Collections, die anderen zwei kommen natürlich auch noch. Mal schauen, ob die auch genauso gönnen wie die Tins. Ich bin echt gespannt. Und ja, bisher meine einzigen beiden, die ich habe. Ich hoffe, die anderen kommen noch nach. Mal schauen. Aber bisher ist das Set echt so, dass es einfach nur mega viel Spaß macht. Ich hoffe, euch geht es da genauso und ihr konntet inzwischen genug bekommen. Schön pullen. Ich bin einfach nur mega hyped immer noch. Und ja, mal schauen, wie diese Collections hier gönnen. Wir haben einmal Galapantifrost und einmal die Denne. Einmal die Promo aus Box Nummer 1 und der Pin. Die drei Booster dazu. Und hier für euch der Code. Packen wir das mal wieder zusammen. Und dann haben wir noch Box Nummer 2, den Pin, die Promo, die Booster und auch hier für euch der Code. So, dann lasst uns mal schauen, was diese zwei schönen Collections oder auch Pin Collections heißen sie ja, so gönnen. Wir machen es mal wieder ein bisschen anders, wir lassen es einfach mal liegen und schauen uns an, was hier mehr gönnt. Geht natürlich wieder die Gefahr, dass Leute durchskippen, aber ganz ehrlich, die es machen wollen, machen es eh. Von daher probieren wir es einfach mal so aus und wir fangen mit Galapantifrost an. Ich kaufe noch mal kurz. Es müsste so eigentlich gut ins Bild passen. Und dann gucken wir mal, was diese Booster gönnen. Ja, ich könnte eigentlich den ganzen Tag nur Booster aufreißen. Es geht mir im Endeffekt mit jedem Set so, aber jetzt hier, aber vor allem bei dem und weil es ein neues Set ist, macht es einfach mega viel Spaß. Und ich hoffe, wir können hier was Schönes rausziehen, weil bei 3 ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wieder deutlich geringer, dass wir hier was Cooles rauskriegen als bei den anderen. Aber bisher hat uns, glaube ich, noch kein Produkt enttäuscht. Und mal gucken, ob wir hier aus 6 Boostern was Schönes rausbekommen. Wir haben Snomnom, Celebi als Rare-Karte und ein Tropius als Reverse. Keine Rare. Aber als Reverse eine, glaube ich, die mir noch fehlt. Also im Pack Nummer 1 gehen wir leer aus. Schauen wir mal, upala, was Pack Nummer 2 uns so bietet. Ob wir hier unseren ersten Hit des Tages kriegen können. So, wir haben das rostige Schwert, Bojelin, Arena Trainer, Yanma, Kameherbs, Kupfanti, Sepa, Tuska, Vulcanion als Rare und unsere erste Amazing Rare. Wie im Japanischen ziehen wir hier ein Kyogre. Sehr nice. Also haben wir da auch die erste Amazing Rare. Die sind ja tatsächlich so selten gefühlt. Sehr, sehr schöne Karte. Also wie im Japanischen. Richtig, richtig schön. Bin ich mega Fan von geworden. War ich ja ganz am Anfang, als die im Japanischen das erste Mal vorgestellt wurden, in unserem, in Anführungszeichen, Weg des Champs waren die ja drin. Habe ich die nicht so gefeiert, aber als ich den das erste Mal echt gesehen habe, bin ich ihn komplett verfallen. Also, haben wir doch schon einen schönen Pull aus dieser Pin Collection. Einen, den wir noch aus keiner anderen Collection gezogen haben. Sehr, sehr nice. Ich weiß auch nicht, ob die Videos in der Reihenfolge kommen, wie ich sie aufnehme. Das ist ja so viel. Aber vielleicht haben wir es in einem anderen Video schon gezogen. Ich muss mal gucken, wie ich es genau hochladen werde. Aber auf jeden Fall jetzt gerade die erste Kyogre-Karte und ja die erste Amazing Rare. So, und ich sehe da hinten was. Welcher Spot ist es? Es ist der Rare Spot mit Servol und ein Olanga V in Shiny. Doppelte Pack. Olanga V, Shiny und Servol. Und ja, damit auf jeden Fall eine verdammt gute Pin. 3 Hits aus 3 Boostern. Ein Booster sind wir leer ausgegangen, aber dafür haben wir hier noch ein Doppel-Hit-Pack zum Schluss. Also das hat auf jeden Fall gegönnt. Und dann schauen wir mal, ob die andere da mithalten kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Olanga V, eine Full Art Shiny, die ich inzwischen schon, die ich schon besitze. Darum schöner Pull für die Sammlung. Leider schon vorhanden, also wird es in den Tauschordner wandern.
und da mal schauen, wer sich dann dafür findet. So, wir haben Kupfanti, Sepa, Tuska, Morpeko, Luxra als Holo und einen Kamallen in Reverse Rare. Ich glaube, das Kamallen brauche ich noch. Das Luxra tatsächlich nicht, aber das lassen wir hier mal liegen. So, also hier ein Holo-Pull schon mal. Also auch keine hitlose Box zumindest. Aber wir hoffen natürlich, dass wir auch hier noch richtig schön was rausziehen können. Und wie wir beide eben gesehen haben, es kann auch ganz am Ende sein. Also, mal schauen, was wir hier bekommen können. Wir haben Balduin, den wir auch als Fuller ziehen können. Tropius, Bojelin, Kamehaps, Morpeko, Yanma, Chimpep, Kleptifuchs, Manaphy als Rare-Karte und richtig schöne Baby-Shiny. Suicune in Shiny, sehr, sehr schöne Karte. Suicune ist eher so ein majestätisches Pokémon, finde ich. Also das ist im wahrsten Sinne legendär und die Baby-Shiny sehr nice. Damit auch diese Pin, kommt schon durcheinander, sehr gut. Also es läuft doch. Und mal gucken, ob wir hier noch einen weiteren Hit zum Abschluss kriegen. Dann waren die beiden auf jeden Fall richtig gut und ich habe die anderen zwei, die es gibt, noch da liegen. Mal schauen, ob die dann mithalten können. So, wir haben die Feuerenergie, Bojelin, Rotom, Rostiger Schild, Morpeko, Bautz, Weberak, Sepa, das andere Morpeko, okay. Jan Mega als Rare und ein Pelzebub als Baby Shiny. Also auch hier zwei Baby Shinies. Für mich hat quasi die obere aufgrund dieser wunderschönen Karte gewonnen, aber auch die beiden mega und beide fehlen mir noch. Von daher wieder eine super Ausbeute. Ich bin mega zufrieden. Der große Hit, den wir jagen, Glurak, bleibt natürlich aus. Wobei die Gotham-Karten hätte ich auch echt gerne, die Lapras-Karten. Es gibt noch so viele schöne Karten, die ich brauche. Ich hoffe, wir ziehen alles. Und von daher, bleibt dabei, wenn es euch gefallen hat. Daumen nach oben auf jeden Fall und Abo da lassen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie eure Pins, ja, ich sag's richtig, waren. Weil das, finde ich, war echt gut. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.